So, wunderbar. Also, da wir ja bei Zinzino arbeiten und im Prinzip im körperlichen Bereich arbeiten, in der körperlichen Gesundheit, gibt es aber noch andere Aspekte des Menschen. Man sagt ja immer, wir sind Körper, Geist und Seele. Und es das heißt auch nicht nur den körperlichen Teil zu nähren, es heißt auch den geistigen Teil und den seelischen Teil zu nähren. Wenn wir beim Körper mal anfangen wollen, ist es schon mal gut, was wir machen mit unseren ganzen Presslingen, mit unserem Omega-3, damit wir das Verhältnis wiederherstellen von Omega-6 zu Omega-3, was ganz, ganz wichtig ist, was essentiell ist für die Grundgesundheit. Weil wenn unsere Zellen nicht funktionieren, dann können wir machen, was wir wollen, dann bringt alles nichts. Ja? Das heißt, wir müssen zunächst mal die Funktion unserer Zelle wiederherstellen. Das ist oberwichtig. Und deshalb ist dieses Omega-3 auch so oberwichtig. Wenn wir dieses Verhältnis hergestellt haben, dann können wir uns auch um die anderen Dinge kümmern. Dann können wir natürlich den Darm regenerieren oder beziehungsweise den Darm gleichzeitig regenerieren. Dann geben wir unseren Zellen alles, was sie brauchen. Und natürlich auch, gehört aber auch noch mehr dazu. Ja, es gehört auch noch dazu, wir müssen unseren Körper bewegen. Ja, das heißt, wir sollten jeden Tag laufen, wir sollten jeden Tag ein bisschen Sport machen. Ja, wenigstens ein bisschen, weil der Körper sagt, arbeiten nach dem Motto, use it or lose it. Also wenn du es nicht gebrauchst, deine Muskeln, verlierst du die Muskeln. Und ein erwachsener Mensch verliert in der Regel, der Durchschnitt erwachsene Mensch, 10% seiner Muskulatur alle 5 bis 10 Jahre. Ja, und das ist extrem, weil die Muskulatur hat natürlich ein wichtiges, nicht einfach nur so da, ja, weil der liebe Gott gedacht hat, na, geben wir denen noch ein paar Muskeln. Sie sind da, um gebraucht zu werden. Das sind Energiefresser und die stützen unseren Körper. Ganz wichtig. Unsere Knochen sind zwar der Stützapparat, wie man sagt, aber unsere Muskeln bewegen unseren Körper und stützen ihn auch. Wenn ich zum Beispiel keine Bauchmuskeln habe, ja, oder die nie trainiere, dann laufe ich auch Gefahr, Rückenschmerzen zu bekommen, weil die Bauchmuskeln ist ja auch ein Stützmuskel. Ja, das heißt, die Bauchmuskeln stützen der Rücken, die Rückenmuskulatur, die Rückenstrecker, wie der Name sagt, die strecken den Rücken, dass man nicht so da sitzt. Ja. Also das heißt, wir sollten auch jeden Tag noch dafür sorgen, dass wir ein bisschen was machen. Das kann man mit ganz einfachen Übungen zu Hause machen. Wir haben jetzt nur Frauen außer Franz, ja, aber man kann ganz einfach Kniebeugen machen. Ganz einfach, langsame Kniebeugen. Das ist einfach für die Oberschenkel, für die Gesäßmuskulatur sehr, sehr gut. Langsame Kniebeugen und ihr werdet mal sehen, wie schnell die meisten an die Grenze kommen, wenn sie langsame Kniebeugen machen und wie schnell sie nach 20 Kniebeugen außer Atem sind, obwohl es ja gar keine wirkliche Belastung ist. Aber das sollte man machen. Das kann man da hau zu Hause jeden Tag mal zwischendurch machen. Dann kann man anfangen mit Kniebeugen, ja, Stütz, was sagt man? Liegestützen. Liegestützen, Mann, Mann. Liegestützen. Und wenn man keine Liegestützen auf den Zehenspitzen schafft, dann mache ich es auf, dann gehe ich erstmal mit den Knie. Dann, als Frau kann ich mir erstmal hinknien und dann auf die Knie gehen und mit den Knie. Ich muss nicht gleich vollgestreckt bis zu den Fußspitzen sein. Auf den Knien kann man mal ein paar Liegestützen machen. Wenn man anfangen, vielleicht eine oder zwei schafft, spielt keine Rolle, dann mache ich jeden Tag eine oder zwei. Und ihr werdet sehen, es wird ganz schnell mehr. Das geht ganz schnell. Nach 3, 4, 5 Tagen, nach einer Woche könnt ihr schon 5, 6 Liegestützen machen. Es geht ganz, ganz schnell. Also das wäre mal gut. Das sind ganz einfache Übungen, die wir für unseren Körper zusätzlich tun können, dass unserem Körper gut tut. Warum? Weil die Muskelpumpe in Gang kommt. Der Körper fängt an, die Muskeln pumpen, die Muskeln arbeiten. Das beginnt, hilft dem Körper zu entgiften, hilft den Stoffwechsel in Gang zu bekommen und hilft dem Körper zu entgiften. Kniebeugen, ein paar Liegestützen. Dann können wir einfach Planks machen. Planks. Könnt ihr einfach mal eingeben auf YouTube, Plank mit P, Plank, Planks. Dann könnt ihr das einfach mal machen. Das ist einfach, sind ein paar einfache Übungen, die man zu Hause unterstützend für seinen Körper machen kann. Ein bisschen Yoga. Ja, gibt 1000 Yoga-Bücher, gibt 1000 Videos auf YouTube über Yoga. Einfach unseren Körper jeden Tag ein bisschen bewegen. Jeden Tag. Ja. Also ich mache so jetzt endlich wieder, weil ich ein halbes Jahr durch Zinzino kaum Zeit hatte, mache ich momentan so
3 bis 4 Mal knapp 2 Stunden Sport jede Woche, ja. Also wichtig, das ist ganz, ganz wichtig. Man fühlt sich anders, es geht einem einfach besser. Körperlich. Dann natürlich auch, was ich in mich reinschütte. Ernährungstechnisch. Was esse ich außer Cinzino-Produkten? Was esse ich außer Cinzino-Produkten? Was ganz, ganz schlimm ist und schädlich ist, was viele gar nicht sich überlegen, weil es überall drin ist, ist Zucker. Ja, Zucker ist ein Vitaminkiller. Zucker macht den Darm kaputt. Zucker lässt uns fett werden, macht die Zähne kaputt, macht die Zelle kaputt. Zucker ist eines der schlimmsten Dinge, die es gibt. Und dann Achtung, ich könnte immer brüllen, wenn die Leute sagen, ja, aber ich trinke ja Cola Zero, ja, oder ich nehme irgendwas Light. So ein Bullshit, das ist ein völliger Bullshit und nur eine Masche der Industrie, um uns den Scheiß zu verkaufen. Da ist genauso Zucker drin, nur in einer anderen Form. Ja, es ist einfach nur irgendein Süßstoff, ja, mit irgendeinem exotischen Namen, aber es ist gesüßt und zwar extrem gesüßt. Alle diese Dinge, auch alle diese Leitprodukte, ja. Achtet immer darauf, wenn ihr was kauft, wenn ich was kaufe, ein Getränk oder irgendwas kaufe, schaue ich immer zuerst, wie viel Zucker ist da drin. Da steht immer Kohlenhydrate und dann wie davon Zucker. Ja. Ich achte immer darauf. Weil wir essen so viel versteckten Zucker, wenn wir nicht darauf achten, da fällt dir das Blech weg. Und Zucker macht uns langfristig krank. Ja? Zucker, ganz wichtig. Alkohol in Maßen, nicht in Massen. Ja? Nikotin am besten gar nicht. Ja? Aber das sind so Dinge, wo wir auch darauf achten müssen, wo wir auch dann irgendwann, wir sind jetzt heute hier im Wake-up-Call. Aber irgendwann müssen wir unsere Community, unsere Zinsino-Community dafür auch sensibilisieren. Weil das sind die Fehler, die die Leute machen. Oder die ganze Teigwaren, die ganze Kohlenhydrate wie Brot, Weißbrot, Nudeln, Reis, ja, weißer Reis. Das ist genau dasselbe. Wird alles zu Zucker verstoffwechselt, zu Glucose verstoffwechselt, treibt unseren Blutzuckerspiegel hoch und macht uns krank und fett. Ja. Wenn ich allein auf Kohlenhydrate verzichte oder nur gute Kohlenhydrate esse, wie zum Beispiel ein bisschen Süßkartoffeln oder Kartoffeln oder mal Linsen und solche Dinge, Hülsenfrüchte sind auch Kohlenhydrate, haben aber auch viele Proteine. Allein dadurch nimmt man 3, 4, 5 Kilo ab, mal schnell. Bam, bam, bam. Ja, es geht ganz schnell, wenn ich auf Kohlenhydrate weitgehend verzichte oder nur die guten Kohlenhydrate esse. Brot, ich weiß, ich liebe Brot, aber ich verzichte die ganze Woche auf Brot. Ich esse am Wochenende vielleicht mal 1, 2 Scheiben Brot. Das ist aber auch alles. Ja. Brot macht unseren Darm kaputt. Die Weizenwampe, wer das Buch kennt, sollte es mal unbedingt lesen, was Weizen macht. Weißmehl sowieso. Also das gehört auch dazu, wenn wir von der körperlichen Seite sprechen. Nicht nur Cinzino-Produkte reinschmeißen, da gehört noch ein bisschen anderes dazu. Wenn ich Fleisch esse, dann sollte ich gutes Fleisch essen, wo ich auch weiß, wo es herkommt. Und kein Fleisch, ich will jetzt nicht sagen, aber bei Lidl, bei Aldi oder was sowas kaufen, ja, weil ich weiß nicht, wo es herkommt. Und das Geld, wenn ich für ein ganzes Hühnchen 3 € zahle, das kann nicht funktionieren, Freunde. Das kann nicht funktionieren, ja. Also, das ist ja der klare Menschenverstand. Wer so ein Scheiß isst, der ist wohl krank, ja. So, da muss man auch ein bisschen drauf achten, ja. Dann kommen wir zu der geistigen Seite. Die geistige Seite ist die nächste Seite, die wir nähren sollten. Wir Menschen nähren oder viele Menschen nähren ihren Geist den ganzen Tag mit irgendwelchen negativen Bullshit. Ja, die lesen Zeitung, die schauen Fernsehen, die machen Gamings, die schauen sich immer die negativen Dinge an, die schauen raus und schauen das an, was gerade ist und nehmen es für die Realität und lassen es auf sich wirken. Das heißt, unseren Geist sollten wir den ganzen Tag mit positiven Dingen füttern. Mit den Dingen, die ich erleben möchte, nicht mit den Schreckensszenarien, die ich nicht erleben möchte. Die Menschen denken viel mehr an das, was sie nicht wollen, wie an das, was sie wollen. Und wenn wir hier einen positiven Geist, der uns beeinflusst, der auch unseren Körper beeinflusst, unsere Gedanken beeinflussen unseren Körper. Ja, ich kann euch das in 2 Minuten beweisen. Ich zeige euch 2 verschiedene Videos und ihr werdet merken, dass euer Körper darauf reagiert. Ihr reagiert körperlich drauf. Auf alles, was wir sehen, reagieren wir auch emotional und Emotionen sind körperlich, die manifestieren sich auch körperlich.
Ja? Und deshalb sollten wir uns immer mit positiven Dingen beschäftigen, nicht mit dem, was wir nicht erleben wollen. Die Leute reden immer über das, was sie nicht wollen, anstatt sie über das reden, was sie haben wollen. Viele trauen sich heute schon gar nicht mehr darüber zu reden, was sie haben wollen, weil die anderen nur darüber reden, was sie nicht haben wollen. Und jetzt kommst du und bist positiv, da fällt denen gar nichts mehr ein, da drehen die durch, ja? Sagen, was will denn der jetzt? Ist doch alles plötzlich schön, der hat ständige Partyhütchen auf dem Kopf und freut sich des Lebens. Ja, das Leben ist auch schön. Man muss es nur anschauen, wie es ist. Ja, und man muss nicht griesgrämig sein, wenn ich die Menschen sehe, manchmal in der Stadt, die erschrecken hier in Zürich, wenn du sagst, grüezi auf der Straße oder hallo, die erschrecken. Die denken, oh, was will der von mir? Das ist unfassbar. Ja? Gestern Morgen bin ich in Fitness in die Kabine reingelaufen, da stehen mir zwei Männer. Ich habe sie fast umgerannt, weil so nah waren sie da gestanden. Und ich sage, guten Morgen. Und da hat keiner guten Morgen gesagt. Dann habe ich gesagt, guten Morgen, habe ich gesagt. Dann sind die erschrocken. Die haben aber nicht Mu, nicht Mäh, nichts gesagt. Versteht ihr? Völlig bescheuert. Die Menschen sind heute so bescheuert. Das tut schon weh, wie bescheuert die Leute sind. Die haben Angst, dich anzuschauen auf der Straße. Die laufen mit Gesichtern rum, wie wenn es den ganzen Sommer nur geregnet hätte. Ja? Also auch da, wir müssen positiv sein. Das ist wichtig. Wir nähren unseren Körper und unseren Geist mit Positivität. Alles wirkt sich auf uns aus. Jede Reaktion, jede Mimik, jede Gestik, jeder Gedanke wirkt sich auf uns auf unsere Lebensqualität. Ja? Ich schaue mir immer positive Videos an, ich lese positive Bücher, ich lerne jeden Tag was dazu. Ich schaue positiv, wenn ich mal Fernseher schaue, schaue ich positive Dinge an, Dokumentationen oder was auch immer. Ja. Es gibt so viele Motivationsvideos oder Videos über schöne Dinge auf YouTube. Ja. Das suche ich mir jetzt nicht die Schießerei aus und die, wer hat wen umgebracht und wieso haut der seine Frau und bla bla bla, sondern ich schaue mir die schönen Dinge an. Und wir können durch unsere Gedanken und unsere Gefühle dazu beitragen, dass sich die ganze Energie auf dem ganzen Planeten verändert. Je mehr Menschen wir sind, die positiv durch den Tag gehen, die schöne Dinge im Leben sehen und andere anstecken, auch mal mit einem Lachen die andere anstecken, desto mehr verändern wir den ganzen Planeten, die ganze Welt verändern wir. Ja? Aber solange wir noch an Krieg glauben und an Hass und an Neid und an Eifersucht, werden wir nicht aus diesem Schlamassel, das es gerade gibt, rauskommen. Ja? Und es geht immer bei uns los. Wir können nicht mit dem Finger auf andere zeigen, weil schaut, drei Finger zeigen auf mich. Ja? Es geht immer bei mir los. Ich muss beginnen, bei mir aufzuräumen, mit mir klarzukommen, mich selber zu lieben und mich selber so anzunehmen, wie ich bin, mit allen Macken oder Nicht-Macken, die ich habe. Weil ich bin so, wie ich bin. Ich kann mich aber positiv verändern. Ich kann mich jeden Tag verändern, wenn ich möchte. Es ist nur eine Entscheidung. Es ist nur eine Entscheidung. Ich muss mich nur entscheiden, was tue ich ab heute nicht mehr, was mir nicht gefällt. Und was tue ich dafür, was mir gefällt. Es ist eine Entscheidung. Ob das jemand anderem gefällt oder nicht, das spielt keine Rolle. Wenn ihr euch verändert, dann wird euer Umfeld erstmal dumm schauen. Ja, was macht er denn jetzt? Was macht sie denn jetzt? Das spielt aber keine Rolle, weil es geht um euch. Ihr beginnt mit Veränderung. Und wenn ihr euch verändert, ihr werdet sehen, wenn ihr euch verändert, verändert sich euer Umfeld, eure Umwelt und auch die Leute in eurem Umfeld verändern sich. Manche werden verschwinden, ja, weil sie es nicht aushalten in der guten Energie und andere werden kommen, zu euch kommen. Ihr werdet nie allein sein. Außerdem spielt es auch gar keine Rolle, ob man allein ist oder nicht. Wenn man mit sich selber klarkommt, kann man auch alleine sein. Ja, dann spielt es überhaupt keine Rolle. Wenn ich nicht mit mir selber klarkomme, wird es schwierig. Aber ich muss mal beginnen, mit mir klarzukommen. Das ist die geistige Seite. Die geistige Seite muss ich genauso nähren durch Positivität, positive Gedanken, positive Aktionen, Dinge zu tun, die mir Spaß machen, nicht zu viele Kompromisse machen im Leben, weil ein Kompromiss ist immer etwas, wo ich einen Teil von mir gebe, das ich aber eigentlich nicht geben will, das meine Seele nicht geben will. Wenn man sich bei einem Kompromiss nicht hundertprozentig wohlfühlt, naja, jetzt mache ich es halt wegen dem oder wegen der oder wegen das, dann gibt man immer einen Teil von sich her, von seiner Persönlichkeit. Man wird es nie aus vollem Herzen tun, wenn man Kompromisse macht. Ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich mache sehr, sehr wenig Kompromisse. Und wenn, dann dürfen sie nur klein sein, die dürfen mir nicht wehtun.
Ein Kompromiss darf mir nicht zu schaffen machen. Ein Kompromiss darf mir nicht wehtun. Ich darf mich nicht unwohl damit fühlen. Ja, es gibt bei mir wirklich nur Dinge, sind kleine Kompromisse. Ich mache kleine Kompromisse, ich mache nie größere Kompromisse, weil ich keinen Bock habe. Bei einem Kompromiss gibt es immer zwei Verlierer. Genau, richtig. Genau. Ja, also ich mache keine Kompromisse. Mache ich einfach nicht. Ich bin mir dazu schade. Ich sage auch, was ich will und ich sage auch, was ich nicht will. Das ist auch sehr wichtig, zu sagen, was man möchte und zu sagen, was man nicht möchte. Wenn du nicht sagst, was du möchtest, wirst du vieles in deinem Leben verpassen, weil du es nie gesagt hast. Ja? Man kann sich trauen, zu sagen, was man möchte. Der Arthur Lassen, vielleicht kennt ihr noch einer oder andere von euch, ein Buchautor, der hat geschrieben, das Buch Heute ist mein bester Tag und Geld ist nur eine Vision. Der hat mal zu mir gesagt, wir haben mal zusammen Billard gespielt und dann hat er mal zu mir gesagt, Rainer, du musst im Leben bereit sein, mit wehenden Fahnen unterzugehen. Ja? Also halte deine Fahne hoch. Das bedeutet im Prinzip, tu, sag und mach, was du möchtest, was dir gut tut, was aber nicht irgendeinem anderen schadet. Ja, also bewusst schadet. Du darfst niemand anderen bewusst schaden, aber mach dein Ding. Und wenn es deinem Partner schadet, weil es ihm nicht gefällt, dann hat er Pech gehabt. Ganz einfach. Dann musst du dich von dem trennen, weil es dir dann wieder besser geht. Ja, auch das ist hart, aber es ist die Fahne hochhalten, deine Fahne hochzuhalten. Niemanden bewusst schaden, mit Absichten Schade zufügen, aber du musst deine Fahne hochhalten. Und dann geht es um unsere Seele zu nähren. Unsere Seele nähren wir, indem wir einfach mal ruhig sind. Indem wir einfach nur sind. Ohne Gedanken zu sein, im Hier und Jetzt. Still zu werden in der Meditation, ruhig zu werden, alles fließen zu lassen, alles auszuschalten, alle körperlichen Befinde auszuschalten, alle geistigen Befinde auszuschalten. In der Meditation bist du so richtig drin, wenn du deinen Körper nicht mehr spürst, wenn keine Gedanken mehr da sind, wenn du einfach nur bist. Und dann schöpft deine Seele extrem viel Energie, dein Körper schöpft Energie, dein Geist schöpft Energie, dann bist du wieder energiegeladen, du bist gelassen, trotzdem voller Energie. Und die Dinge in deinem Leben, die du willst, was das Universum sowieso weiß, was du willst, deine Wünsche, Ziele, Träume, die werden sich dann von alleine erfüllen. Aber wir müssen dem Universum die Chance geben, es auch zu tun. Wir müssen es zulassen, dass die Dinge geschehen. Und die geschehen nur, wenn wir auch mal still werden, wenn wir das Leben einfach mal durch uns durchfließen lassen. Der Strom des Wohlbefindens, wie Abraham Hicks das nennt, der Strom des Wohlbefindens ist immer da. Es ist immer da. Es ist immer um uns. Es ist immer da, diese Energie, diese, wenn man will, göttliche Energie ist immer da. Wir müssen es einfach nur mal durch uns durchfließen lassen. Und das tun wir nicht, wenn wir quasseln, wenn wir Fernsehen schauen, wenn wir was für sich was machen. Das tun wir nur, wenn wir komplett relaxed sind, entspannt sind, in einer Meditation sind, ruhig sind und einfach alles abschalten. Und einfach nur sind. Das, was wir sind Mensch aus Fleisch und Blut, Körper, Geist und Seele. Und wenn wir einfach nur mal da sind und nichts tun, dann geschieht viel, viel mehr, als wenn wir immer nur tun und hustlen. Ja, also nirgends steht geschrieben in der Bibel, ja, dass wir rackern müssen wie die Schwachsinnigen. Seht die Vögel am Himmel, sie säen und ernten nicht, oder die Linien auf dem Felde. Den Spruch kennt jeder. Ja, die sind einfach nur da, die gehen ihrer Bestimmung nach. Und das sollten wir Menschen auch tun. Ja. Dieser ständige Wettbewerb und ich muss jetzt was tun und schaffe Häuselbau und der ganze Schwachsinn. Ich schwöre euch, wenn ihr wisst, was ihr tut und wenn ihr einfach immer mal wieder still seid und runterkommt und das Leben fließen lasst, dann geschehen die Dinge mühelos. Die geschehen einfach mühelos. Die Dinge, die ihr wollt, werden mühelos geschehen. Ich muss nicht, ich sage es tausendmal, ich muss nicht am Gras ziehen, damit es wächst. Es wächst. Ich muss ihm einfach die Zeit lassen. Ich habe auch noch, die Natur ist immer mühelos und wir sind natürliche Wesen. Wir gehören zu der Natur. Wir sind nicht getrennt von der Natur und wir sind auch nicht getrennt voneinander. Ja, und die Natur ist mühelos. Das Beispiel, was ich immer nenne, ich habe noch nie im Spätsommer einen Apfelbaum gesehen, der stöhnt, weil er die Äpfel rausdrückt. Ja, die wachsen einfach, die Äpfel. Aber der Baum lässt sich die Zeit, die Natur lässt sich die Zeit und die sollten wir uns auch lassen.
Also nicht im Gras ziehen, das wächst. Einfach auch mal denken, es schadet nichts, wenn ich mal nichts tue. Ich darf auch mal nichts tun, weil dann gehe ich meiner Bestimmung nach. Dann bin ich einfach nur ich. Und dann geschehen die Dinge automatisch. Und ihr werdet sehen, es wird euch gut tun. Es wird euch körperlich gut tun, geistig wird es euch gut tun und seelisch wird es euch gut tun. Ihr werdet eine andere Ausstrahlung haben. Und wenn ihr die Dinge ein bisschen beherzigt, die körperliche, die geistigen und die seelischen Dinge, dann wird sich euer Leben relativ schnell verändern zum Besseren. Und auch euer Umfeld wird sich zum Besseren verändern oder euer Umfeld wird von euch gehen, weil sie nicht mit dieser Energie leben können. Ja, mit dieser hohen Energie, weil deine Energie wird höher, deine Schwingung wird höher. Aber dafür ziehst du dann andere Menschen an, die auf dieser Schwingung sind, die dann wieder zu dir passen. Ja? Und unser Leben geht immer weiter. Die Entwicklung hört nie auf, wenn man irgendwo angekommen ist und denkt, wow, jetzt habe ich es aber kapiert. Ja? Dann werden wir sehen, es kommt wieder eine Stufe. Ich sage, oh, ups, da geht es ja noch weiter. Aha. Und so ist es ständig. Es geht ständig weiter. Wir sind in einer ständigen Entwicklung. Und alles auf diesem Planeten sollte sich oder wird sich in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten in Richtung mehr Liebe entwickeln. Ja, weil wir sind liebende Wesen. Die höchste Energie ist die Liebe. Und es wird sich dorthin entwickeln. Wie viele Jahre das noch braucht, wie viele Jahrzehnte, wie viele Jahrhunderte, wenn man rausguckt, wie viele Schwachsinnige das da noch rumlaufen, das ist die Frage. Aber je mehr wir sind, desto schneller wird es überschwappen. Das ist das Gesetz des hundertsten Affen. Ja? Könnt ihr mal nachlesen, was das bedeutet. Es wird überschwappen und es wird die Energiefelder füllen und das Quantenfeld wird gefüllt mit Liebe und dann wird sich das schnell verändern. Wir können dazu beitragen, indem wir damit beginnen. Und wenn wir damit beginnen, dann können auch andere damit beginnen, können wir andere anstecken und dann können wir diesen Planeten, sage ich immer, zu einem wirklichen Paradies machen. Ja. Leben im Paradies heißt nicht, dass irgendwo da draußen, wenn ich lang suche, im Wald das Paradies erscheint. Das Paradies ist kein Ort. Das Paradies ist ein Bewusstseinszustand. Der Bewusstseinszustand der Liebe ist das Paradies. Da leben wir. Wenn wir da leben, es gibt ein ganz uraltes Buch, das heißt Leben mit Liebe. Das gibt es nur noch als PDF. Und ich habe das selber ausprobiert, wie das ist, wenn man Liebe ausstrahlt, bewusst Liebe ausstrahlt, wenn man sich in der Meditation in die Liebe begibt und da drin ist auch mal nicht nur 10 Minuten, sondern Stunden und Tage. Ja, wenn man das mal macht, Stunden und Tage, und man geht dann raus, ihr glaubt nicht, wie die Leute einen anschauen. Die wollen dich anfassen, die kommen auf dich zu, die Menschen sind freundlich zu dir, die lachen, wenn sie dich sehen, weil du strahlst wie die Sonne. Ja, das kann man im Selbstversuch machen, aber das geht nicht in einer halben Stunde. Ich habe das gemacht ganze Wochenende lang, Freitag, Samstag, Sonntag. Dann bin ich montags raus in den Supermarkt. Ich bin erschrocken, wie die Leute reagiert haben. Die wollten mich anfassen. Die sind auf dich zugekommen. Die haben Hallo gesagt, die haben gestrahlt. Die waren an der Kasse so nah auf mir gestanden, dass ich mich schon nicht mehr wohlgefühlt habe. Die wollen diese Energie, die wollen diese Liebe. Die spüren die Liebe unterbewusst. Sie wissen aber nicht, was es ist, aber sie wollen in deiner Nähe sein. Und mit Liebe verändern wir alles. Mit Liebe verändern wir unser Geschäft, unsere Familie, unser Land, alles, die ganze Erde. Und darum geht es letztendlich. Körper, Geist und Seele und in diesen Bewusstseinszustand zu kommen, dann werden wir vieles verändern können. So, habe fertig. Habt ihr noch Fragen? Will noch jemand was dazu sagen? Sonst, wenn keiner mehr was sagen will, dann will keiner mehr was sagen. Dann mache ich jetzt die Aufzeichnung aus.